Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge vom Citybus Manager. Da sind wir wieder. Und ja, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben, ist natürlich wieder die große Frage. Ich habe schon mal nachgeschaut. Die Busse fahren sehr gut. Wir haben heute Donnerstag einiges los. Die Strecken sind gut besetzt. Wir sehen da die orange Linie, die vielleicht noch einen Verstärker gebrauchen könnte. So stark am Limit wie die ist. Ja, wir haben die Aufgaben hier, die Netzabdeckung zu vergrößern, um 32.000 Fahrgäste zu befördern. Das ist eine einfache Sache, die wird über Zeit schon geschehen. Die andere wird eher schwer und hat jetzt nicht gerade die riesige Belohnung, muss man sagen. Ich habe mir gedacht, wir könnten die blaue Linie endlich mal in einen Rundkurs verwandeln und dieses Gebiet hier noch ein bisschen abfahren. Das wäre das. Und eine neue Linie hier da entlang so fahren zu lassen. Vielleicht mit Verbindung nach da oben. So ein bisschen das. Weil von da unten über dieses Gebiet bis hier nach hinten wäre zu weit, glaube ich. Da machen wir lieber zwei Linien. Braucht natürlich dementsprechend mehr Busse. Das ist schon klar. Und da müssen wir halt schauen, was wir machen. Wir haben auch Forschungen. Wir können hier die Gratis-Forschungen noch machen. Dass wir da auf jeden Fall auch besser dastehen. Und gibt dann auch noch neue Busse dazu. Wir haben 100.000 auf dem Konto. Tickets verkaufen wir gerade eher weniger. Noch 40.000 Kredit offen. Ich würde es aber mal so lassen. Dann können wir nämlich jetzt noch 2, 3 Busse kaufen, damit wir dann da auch die Linie ausbauen könnten. Das wäre der Plan. Wenn natürlich da auf dem Marktplatz auch was Gebrauchtes liegt, was sich lohnt. Zum Beispiel der da sieht gar nicht schlecht aus. So, den nehmen wir mal an. Oh, da hat es einen Doppelstockbus. Schau an. Ja, den würde ich auch nehmen, weil der, da die Fahrgäste sind da wahrscheinlich sehr zufrieden, wenn es viele Sitzplätze hat. So, kaufen wir den. Und jetzt wird es nur noch einen günstigen geben, aber natürlich kein Zito mehr. Der wird nicht mehr gekauft. Ich kaufe wirklich jetzt nur noch größere Fahrzeuge. So, die rollen da schon auf den Hof. Also, der braucht eine Klimaanlage. Oh, haben wir nicht mehr, aber Bremsbeläge und Reifen. Und der da. Ah, der muss zuerst tanken. Dann machen wir hier mal reinigen. Eins nach dem anderen. Ja, wie haben wir denn die Klimaanlagen schon wieder verbraucht? Kann ich gar nicht glauben. Scheibenwischer sind auch ein bisschen weg. Habe ich wohl wieder mal nicht aufgepasst, da? So, machen wir mal wieder die teure Lieferung. Kommt jetzt auch nicht drauf an. Da ist auch noch einer mit einem Platten heimgekommen. Da kann er auch gerade noch einen Schritt machen. So. Da kommen noch weitere nach Hause. Das waren wahrscheinlich die Verstärker, die wir eingesetzt haben auf den diversen Linien. Da seht ihr nämlich die Kapazität, die maximale und da die Auslastung. Und ja, jetzt ist 9 Uhr vorbei. Die Stoßzeiten sind vorbei, aber die kommen ja dann wieder. Erstmal vielleicht auf 3-mal stellen, dass die Zeit schneller vergeht. Und hier müssen wir Schalter öffnen. Denn ich glaube, da hat es ein bisschen viele Leute, die da kommen möchten. Und wir müssen da drauf und dran bleiben. Wir haben schon lange nicht mehr ausgebaut. Ein Informationsmonitor könnte da auch mal wieder hinten ran. Sowie weitere Schalter. Ich würde es einfach in diesem Design weiterziehen. Und dann stellen wir auch nochmals, also 2 Leute ein oder so. Der da ist sehr freundlich und der da, so. Da auf jeden Fall genügend Leute da sind. So, ist jetzt hier mal geputzt worden? Nein, was ist denn mit den Reinigungskräften los? Okay, Router, Reifen müssten wir hier wechseln. Das wäre soweit das. Die anderen sind wieder okay für den Einsatz. Spritverbrauch haben wir gesenkt und wir können ihn gleich nochmal senken. Dann machen wir doch das. Natürlich auch Ausgaben, aber natürlich auch die Verschmutzung und den Verschleiß hilft uns natürlich schon, dass wir da auch besser dastehen mal irgendwann oder weniger Arbeit hier investieren müssen, so muss man sagen. So, jetzt Bremsbeläge, Reifen, Klimaanlage reparieren. Da habe ich die Reifen schon bald wieder aufgebraucht, wenn es so weitergeht. Der ist auch da, komm, den tanken wir noch. Den anderen geht es ja sonst gut, der könnte noch gewaschen werden. Es ist so praktisch, jetzt wo wir 2 Anlagen haben, geht es auch einfach viel einfacher. Und ich habe ja auch noch 2, 3 Leute eingestellt, dass es auch so schneller geht. Und jetzt seht ihr, da hat sich die Lage wieder entspannt. Einen würde ich zumachen, denn wir müssen aufpassen,
Ihr seht, die stehen teilweise unter enormen Stress hier. Und die brauchen auch mal eine Entspannung. Spritverbrauch schon wieder gesenkt. Dann würden wir hier auf die Verschmutzung gehen. Und wir haben noch eine Nachricht. So, der beschwert sich nämlich wegen den Überzeiten. Ist ein Busfahrer. Ja, das Klassische. So, hier einmal tanken, einmal waschen. Und dann sollten die einsatzbereit sein. Dann würden wir gleich mal die Linie abändern. Und dann schauen wir uns mal die blaue Linie an. So, die ist ja aktuell hier. Die spannende Frage ist halt, baue ich jetzt eine neue und lösche die dann um Mitternacht? Weil das Problem ist, die geht vor und zurück und ich müsste jetzt die Hälfte der Haltestellen löschen, um überhaupt da wieder irgendwie zurückzukommen. Eigene Linie, Linie 8. Wir machen die wieder blau. So, die startet natürlich hier nicht am Schlossplatz, sondern da vorne. Gut. Wir kennen die alte, geht da oben durch. Das kann eigentlich auch so bleiben, wenn es da... Wenn es da nicht groß Probleme gibt. Vielleicht mal dahin. Dann hier. Ja, da war nämlich das Problem. Da der Seite, aber das kann ich ja ganz simpel lösen, indem ich da einfach mal anders durchfahre. Wir gehen schon hier durch, das ist besser. So, dann kann ich nämlich da einheitlich ein paar Haltestellen platzieren. Auch da, wo viel los ist, können wir auch ein paar mehr machen natürlich. Weil ich zum Beispiel das Einzugsgebiet weiterhin nicht kenne. So, dann möchte ich weiterhin, dass der irgendwie hier hochfährt. Hier zum Beispiel. Und da ist eigentlich gut. Und dann fährt er von da oben, hat er ja die angeschlossen hier. Fährt er da runter. Hier hin zum Beispiel, geht das? Ja, scheint zu funktionieren, genau. Und jetzt müssen wir halt schauen, wo er da noch durch soll. Da unten hat es natürlich auch noch. Hier wäre auch noch viel los. Aber dann habe ich hier die Mitte nicht abgedeckt. Obwohl da gar nicht mal so viel ist. Ja, scheint nicht ganz so funktionieren, wie ich das möchte. Bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Dann machen wir da unten eine neue Linie dann. Ist, glaube ich, besser. Gehen wir hier ab und dann machen wir den ursprünglichen Plan. Einmal hier so durch. Und dahin. Am Bubenbad vorbei. Weiß nicht, da oben ist nicht speziell etwas. Dann hier hin. Das sieht auch schon aus wie eine Linie. Also wie es schon dafür gemacht ist. Und somit, das wäre die Linie 8 soweit. Ja, macht eine große Kurve hier hinten rum. Wie gesagt, da unten war es leider nicht möglich wegen der Straßenführung. Aber wir müssten ja sowieso, wenn wir da nach unten gehen, eine eigene Linie machen. Ich glaube, es wäre auch zu weit gewesen. Nur schon das ist, glaube ich, schon recht weit. Mal schauen, wie lang dauert eine Fahrt. 36, das ist ja perfekt. Das ist wirklich gut. Schauen wir mal wieder im einfachen Modus. Da gibt er jetzt die beiden Kurven an. Also vor allem in Hauptverkehrszeiten sehr viel. Machen wir da mal 15 Minuten. Dann sind es 3 Busse und da machen wir 30. Sind es immer noch 3. Wenn ich auf 10 Minuten gehe, dann sind es 4. Genau. Ja, 15 reicht schon. Das erste Mal. Und da hätte ich sogar... Da könnten wir da sogar 45. Weil ist hier, ihr seht, das sind wirklich nicht viel. Von 6 bis 9 Uhr. Und von 16 Uhr bis 19 Uhr sind es halt schon am meisten. Also wirklich sehr, sehr viele. Und das ist jetzt für einen Freitag. Ja, ich könnte es immer noch verändern. Das geht schon so. Gut, dann würde ich sagen, ich bestätige das mal. Und jetzt seht ihr, jetzt kommt er halt direkt hier mit Schichten. Und jetzt müssen wir halt schauen, was da verfügbar ist. Auf jeden Fall die 2 neuen sind verfügbar. Und wenn jetzt nichts mehr verfügbar ist, dann müssen wir jetzt noch einen Bus dazu holen. Der hat den nächsten Einsatz morgen früh. Und der da ebenfalls. Das heißt, den können wir gleich hinzufügen. Und dann geht er da. Dann haben wir 3 gefunden. Demnach, wir können auch mal einen Schichtplan schauen für morgen. Da sind die Schichten jetzt übrig. Wenn ich sie automatisch zuweise, haben wir genügend Busse, damit das Platz hat. Ja, uns hat sogar noch ein paar freie Flächen. Das heißt, auch da sieht es relativ gut aus. Da ist nicht überlastet, das ist auch schön. 7 neue Bewertungen. Alle mit 5 Sterne. Wow, jetzt geht die Kurve aber nach oben, du.
Genug freie Sitzplätze ist das größte Manko. Ja, und das kriegen wir am besten in den Griff, indem wir mehr solche Doppeldecker kaufen, weil die einfach mehr Sitzplätze haben, verglichen mit anderen. Forschung ist für alles abgeschlossen, das ist gut. Wir könnten da noch einen neuen Bus freischalten. Ich denke, wir machen aber jetzt erstmal das Betriebsgelände wieder, denn wir sind langsam am Anschlag da. Ich möchte die Seite vielleicht nicht unbedingt zubauen. Ich möchte eher mal noch da noch weiter nach oben. Deshalb, das ist nötig irgendwann. Hoffe, dass die Performance natürlich da mithält. Und das waren meine Busse. Mehr habe ich nicht. Außer wir finden da auf dem Gebrauchmarkt noch etwas Geschicktes. Nee, sieht nicht so aus. Ich könnte aber tief bieten für gewisse. Ich meine, der da ist ja relativ groß. Da ist zwar alles kaputt. So, da biete ich einfach mal 14.000. Und der nimmt's an. Seht her. Ich hab den, welcher war's? Wir gerade schauen. New Enturo. Den finden wir ja hier. Irgendwo. Der ist hier. Der kostet normalerweise 31.000. Ich habe den jetzt für 13.000 bekommen. Auch selbst wenn wir hier noch einen Motor und alles reparieren müssen. Es ist doch einiges. Selbst dann kostet der vielleicht 16.000, 17.000. Also der Motor ist jetzt nicht so teuer. Der wurde ja auch schon halbiert im Preis. Also das geht schon noch auf, die Rechnung. Wenn wir so ein paar Schnäppchen machen können. Und was natürlich dazu kommt, jetzt gibt es wieder neue Angebote. Und ihr seht, gibt es wieder die, die wir eher möchten. Hier noch ein Doppelstöcker. Den kann ich mir auch noch leisten. Da ist nur der Keilriemen kaputt. So. Ich weiß nicht, ob sich nach jedem Kauf das aktualisiert. Scheint so. Und da ist auch noch ein Doppelstöcker. Der ist auch ausgezeichnet günstig. So, holen wir auch noch. Dann reicht es aber dann langsam. Jetzt wollen wir dann natürlich erstmal wieder neue sehen, bevor wir hier wieder die rausholen. So, da wurde unser Gelände, glaube ich, vergrößert. Jawohl. Boah. Doch nochmals ein rechtes Stück und es geht dann nochmals weiter. Wir haben die 32.000 Fahrgäste befördert. Sehr gut. Aber jetzt kommen 1070 Fahrten. Ja, das wird wieder ein bisschen länger dauern, denke ich. Und damit haben wir, glaube ich, hier wieder einen weiteren freigeschaltet. Wir können wieder den Verschleiß reduzieren. Ist das nicht schön? So, das ist doch super schön. Und langsam verdienen wir gutes Geld, dass wir direkt in Busse oder auch andere Dinge investieren können. Also, ihr seht ja auch, es geht jetzt viel schneller auch im Progress. Also, vor ein paar Folgen hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich gleich so viele Busse auf einmal kaufen kann. Ich würde sagen, am nächsten Tag bauen wir hier noch ein bisschen aus. Das auf jeden Fall. Und was wir jetzt natürlich auch schauen können, dass wir den da zum Beispiel, der Zito, den verkaufen. Was will er? 15.000 habe ich ihn gekauft. Der war neu damals. Machen wir mal 13.8. So, den stelle ich rein. Und wir haben auch, es war wirklich ein guter Tag, wir haben 50.000 für Tickets und dann noch Subventionen dazu. Also, war über 100.000 eingenommen. Das ist krass, warum jetzt plötzlich? Die Ausgaben sind ja sogar für Reparaturwartung höher und so. Ja, und Kredite dieselbe Summe. Weil wir bezahlen ja jetzt die 40.000 noch ab hier. Ja, krass. Also, ich mache die Wartung. Und vielleicht kommt ja noch ein Angebot rein in der Zwischenzeit. Da kam tatsächlich ein Angebot rein. 10.470. Ja, also für den Zustand. Ich glaube, das ist ein gutes Angebot. Was hat er neu gekostet? 12.400. Wie habe ich denn den für 15.000 gekauft? Irgendwie stimmt da was nicht. Aber vielleicht war der Preis anders, mal in einer anderen Version des Games. Das kann gut sein. Und dann wurde der angepasst und deshalb war der jetzt so gesehen günstiger. Aber ja, für den Preis bin ich zufrieden. Gehen wir ihn los, haben wir einen Platz mehr. Und können wir auch den dann noch, den behalte ich jetzt noch für morgen. Aber der ist dann der nächste auf der Liste natürlich. Ja, da ist es schon wieder passiert. Wir brauchen einen Stellplatz für den, dass der irgendwo hinstellen kann. Und ja, vorher geht es da nicht weit. Also, ich wollte das bei Licht bauen. Aber wir bauen mal ganz kurz hier zwei hin oder so. Dann sollte der hinkommen. So, und jetzt würden wir hingehen. Und hier die Linie 3 einfach mal, die Linie 1 einfach mal löschen. So.
wird das ersichtlich. Und da seht ihr mit der blauen Linie neu, das ist die neue Linie, die hier fährt. Ja, hier einmal rum. Sehr gut. Dann haben wir natürlich auch hier die Übersicht. Linie 1 ist inaktiv. Hat doch gut Geld gegeben. Also die 8er sollte jetzt gleich viel geben natürlich. Kann man schauen, ob es da noch ein paar Busfahrer gibt. Komischerweise immer auf der zweiten Seite ist das bessere Personal, warum auch immer. Und wir hatten ja noch eine... Stimmt, wir hatten noch ein Riesenproblem. Komm, ich gehe mal ein bisschen davor mit der Zeit, dass es ein bisschen heller ist. Wir hatten ja die Küche noch, stimmt. Fällt es mir wieder ein. Ihr seht die Riesenkolonne hier bei der Küche. Und deshalb, wir brauchen eine neue Küche. Die kommt hier so hin. Die ist größer natürlich. Ich würde auch sagen, wir bewegen den da darüber. So, damit wir da eine Tür einbauen können. Aber auch da soll es eine Tür haben. Und gegenüber da ebenfalls. So, denn da bauen wir natürlich noch Büro an. Da, da. Macht er die gleich wieder weg. Gut. So, kurzer Ruckler. Also jetzt hier, Küche. Dann brauchen wir da eine Kochzeile. Ja, sie laufen jetzt durch die Küche, da gibt es aber noch nichts zu holen. So, dann ein Kühlschrank. Ich würde gleich zwei machen. Ich weiß nicht, ob sie sich an dem bedienen. Dann Spülbecken in die Mitte. Oder natürlich am Getränkeautomaten. Machen wir auch zwei. So teuer sind die ja auch wieder nicht. Kommode daneben. Das wäre mal das. Dann gibt es da... Es gibt nicht wirklich Tische. Es gibt nur so Stühle. Also hier könnten ein paar von denen hin. Ich kann auch mal einen Couchtisch. Ja, ihr seht, das halt, das wäre optimal so, aber ist halt nicht erreichbar. Also es ist absolut dumm, irgendwelche Tische zu platzieren. Weil der Tisch ist viel zu weit weg für das. Ich kann, glaube ich, auch hier... Ja, ihr seht, so kann ich es nicht platzieren. Ich muss es hier platzieren. Aber das sieht halt so oberdoof aus. Also, dass sie da noch nicht... Dann würde ich mir schon wünschen, dass es da eine bessere Lösung gibt. Es kann ja von mir aus auch sein, ein Element, was die Tische und die Stühle in einem beinhaltet. Und man einfach das platzieren kann und man nicht so variabel ist. Aber trotzdem noch genügend variabel, was das angeht. Ja, das ist dann noch ein bisschen schade. Ihr seht, die nehmen sowohl Kühlschrank, als auch vorhin war einer da, der den Getränkeautomaten genommen hat. Jetzt wird die Küche abgerissen. Ja, klar, ich kann es auch gerade verschieben eigentlich. Komm, wir machen mal Küche. Bauen wir die Ecke an. So, wir machen da sogar zur Werkstatt eine Tür rein. Und nach draußen. Gut. Und jetzt bewege ich die Objekte, die da sind, einfach mal hier hin. Dann schauen wir mal, was sie machen. Und jetzt müssen wir beobachten, ob sie sich auch in dieser Küche da bedienen oder wie das gewählt wird. Das ist jetzt eine spannende Sache, denn vielleicht wird so das Rumgelaufe dann reduziert. Es sieht aktuell nicht so aus. Und was sehe ich denn hier unten? 30 Minuten Wartezeit. Da müssen wir aber sofort mehr öffnen da, dass das da sich verbessert. Und ich glaube, wir müssen auch den Raum da noch ein bisschen ausbauen. Ja, dann bauen wir da ganz monoton aus, in die Richtung einfach. So, mach mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter wir haben. Das ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall hier noch mehr Sitzbänke. Schwarze Sessel an die Wand. Hauptsache, sie können sich ransitzen. Und schau mal an, wie viele da vorbeikommen. Vielleicht gibt es auch hier Peakzeiten. Ich weiß es nicht. Das kann gut sein. Dass auch hier zum Beispiel jeden Freitag sich die Leute ein Abo holen. Und das auch absichtlich so ist. Kann ich mir schon vorstellen eigentlich. Und ja, ich muss den Flur hier trotzdem nochmals ein bisschen ausbauen. Erinnert mich ein bisschen an Rescue HQ. Also Rescue Headquarters. Wo man ja auch solche Spind hinbauen mussten. Und da war auch der ganze Flur voll damit am Ende. Und ich glaube, das ist hier auch ein bisschen so. Gut, Service-Mitarbeiter. Hier, zum Neu-Einstellen gibt nur eine Seite. Die, den,
3. So. Mache ich die Schalter offen. Und jetzt sind sie natürlich viel schneller. Aktuell noch 15 Minuten. Aber ich denke, das geht jetzt schnell und dann können wir da auch wieder zumachen. Es verkaufen viele ein Wochenticket, muss man dazu sagen. Ja, 30% mehr verkauft. 400 Kunden haben wir schon da gehabt, die ein Wochenticket gekauft haben. Das ist halt schon... Und schon ist der Ansturm abgearbeitet und ich schicke mal 3 in die Pause. Aber so sind wir auf jeden Fall gerüstet und die können sich mehr abwechseln. Das bringt auf jeden Fall viel. Also es ist immer noch ein Rumgelaufe gefühlt. Ich habe das Gefühl auch wegen den Sitzplätzen. Ich sehe aber auch nicht, wie da eine einfache Lösung möglich ist. Ist schon so. Gut, und jetzt zum Abschluss bauen wir hier natürlich noch aus. Im neuen Gebiet. Ich würde da wieder eine Zwischenverbindung setzen. Hier so. Dann können wir da immer noch nachschauen. Gut. Aber was auf jeden Fall mal kommt, ist da oben. Genau. Ein paar neue Stands. So wie hier ebenfalls. Gut. Und dann könnten wir da entlang immer noch neue Tankstellen und so machen. Wenn es noch mehr braucht. Denn ja, den Platz hier brauche ich eigentlich so nicht. Ein mittlerer Stand. Der hat hier nicht Platz. Also den kriegen wir hier nicht rein. Das ist da ein bisschen die Sache. Dafür auf der Seite hätten auch noch große Platz. Das ist da auch noch so gedacht. Ja, ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir haben gut expandiert. Der Parkplatz ist schon mal bereit dafür. Und wir schauen weiter in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.